Welche Richtung muss ich springen? Okay, das war richtig. Es muss der Tempel sein, den ich vom Fluss aus gesehen habe. Die Maya-Zwillinge Hun Batz und Hun Xuan waren die älteren Halbbrüder der deutlich berühmteren Heldenzwillinge. Vom Neid auf ihre Geschwister zerfressen, betrogen die Affenzwillinge in Fußballspielen und verdarben sie durch ihre aggressiven Taktiken. Um sich an ihnen zu rächen, lockten die Heldenzwillinge sie auf einen Baum. Einen Baum, der immer weiter wuchs, weshalb Hun Batz und Hun Xuan auf ihm gefangen waren. Die Heldenzwillinge überredeten sie daraufhin, ihre Gürtel zu benutzen, um hinunterzuklettern, doch das war nur eine weitere List. Die Gürtel verwandelten sich in Schwänze und die älteren Zwillinge wurden zu Affen. Drehe Spiegel 1 nach links. Folge dem Lichtstrahl zu Spiegel 2. Richte Spiegel 2 quer durch die Kammer aus. Kehre zu Spiegel 1 zurück. Das sind offenbar irgendwelche Anweisungen, allerdings kann ich den Rest nicht entziffern. Ich bin zur rechten Zeit angekommen. Die Kultisten waren gerade noch hier.
Nur die Würdigen können Qini Zhao anrufen. Benutzt dieses Licht, um die Schatten aus unseren Herzen und der Stadt selbst zu vertreiben. Erstaunlich. Hier müssen Verehrungsrituale für die Sonne stattfinden. Oh, das hat... Ach, das ist mit den Spiel... Ach nö, ich habe mir gar nicht gemerkt, was sie gesagt haben. Hey! Ja! Okay, das tötet. Ich bin geliefert, wenn ich ins Wasser falle. Okay, da kann ich nicht drauf. Ich komme nicht durch. Ich muss zurück. Sie hat mir schon wieder einen Hinweis gegeben, obwohl ich auch schwer gespielt habe. Finde ich irgendwie, verstehe ich irgendwie nicht, aber hier geht's nicht hoch.
Ja. Also muss ich die Spiegel anders ausrichten als... Ist wenigstens das Wandgemälde schon in der Nähe? Jo, auf der anderen Seite. Aber ich komme nicht zurück. Ach, dann kann ich den anderen ja auch anders ausrichten, stimmt ja. Ich komme nicht durch. Ich muss zurück. Das ist...
Das göttliche Kanu, das die Seelen der Maya durch die Unterwelt in den Himmel bringt, wird von zwei Göttern gesteuert. Während der alte Stachelrochenpaddler im Heck des Kanus sitzt und tagsüber seine Pflicht erfüllt, sitzt der alte Jaguarpaddler im Bug und übernimmt die Nachtschicht. Diese beiden Götter symbolisieren nicht nur Licht und Dunkelheit, Tag und Nacht, sondern auch das Zusammenspiel aller gleichartigen und gegensätzlichen Kräfte. Bin ich auf dieser Seite. Das hier könnte ein Ausgang sein. Nein, ich will aber keinen Ausgang. Das ist jetzt mal ein richtig kniffliges Ding. Ich habe 4 Spiele. Die ausgerichtet auch. Warte mal. Es könnte funktionieren. Könnte. So, auch das Spiegelrätsel ist nach einer Zeit kein Problem mehr. Oh Gott.
War trotzdem anstrengend. Ich brauche jetzt einen Weg hier raus. Boah, wie komme ich denn wieder hier raus? Ach ja, stimmt. Ich brauche nur... den hier zu drehen. Ach, den kann ich so nicht drehen. So. Und alle, ha! Oh, das geht auch gut.